Es sind raue Zeiten, in denen man sich ab und an wünschte, die frische Brise an der Nordsee pustete einem mal den Kopf durch. Doch auch darauf müssen wir verzichten. So auch die Schülerinnen und Schüler, die sich schon auf ihre Klassenfahrt ans Meer gefreut hatten. Abgesagt. Finanziell trifft das vor allem gemeinnützige Unternehmen wie Jugendherbergen, denen gerade der Boden unter den Füßen weggespült wird. Denn während die Politik für den Mittelstand, für Großbetriebe und auch für Kleinstunternehmer einen weiten Rettungsschirm aufgespannt hat, scheinen gemeinnützige Organisationen hinten runterzufallen. Und davon gibt es fast 600.000 in ganz Deutschland. Kerstin Palzer und Hanni Hüsch berichten. Wenn Andreas Scheuring durch seine Jugendherberge in Berlin läuft, kann er die Stille immer noch nicht fassen. Normalerweise sind die 445 Betten jetzt komplett belegt. So sieht es überall im ganzen Haus aus. Komplett leer, ganz ruhig. Alles wartet auf Gäste. Doch die werden nicht kommen. Seit Mitte März wurden hier 28.000 Übernachtungen storniert. Die Jugendherberge lebt vor allem von Schulklassen und alle Klassenfahrten sind abgesagt. Das gesamte Team der Herberge, 34 Mitarbeitende, alle in Kurzarbeit. Wir hoffen, dass wir unter den Rettungsschirm kommen, der momentan nicht für Jugendherbergen oder andere Organisationen in diesem Sektor gilt. Und wenn das nicht passiert? Dann sieht es ziemlich mau für die Jugendherbergen aus. Finanzhilfe in der Corona-Krise gibt es zwar für Unternehmen, aber nicht unbedingt für gemeinnützige Einrichtungen wie Jugendherbergen oder auch Hospize. Doch für sie ist es doppelt schlimm. Es gibt kaum Rücklagen, denn die dürfen gemeinnützige Einrichtungen gar nicht vorhalten. Sollten wir nicht unter einen Rettungsschirm kommen, Darlehen oder Hilfskredite bekommen, sehe ich einen großen Jugendherbergschwund im Laufe des Jahres auf uns zukommen. Ähnlich dramatisch sieht die Situation für viele soziale Projekte und Vereine aus, die sich durch Spenden finanzieren. Gerade diese privaten Gelder brechen gerade weg. Private Spenderinnen und Spender geben weniger, Unternehmen kürzen Budgets radikal und auch Stiftungen geben weniger im Moment. Und deswegen müssen wir hier auffangen, dass uns nicht eine gesamte Infrastruktur wegbricht, die wir gerade brauchen, wenn die Gesellschaft wieder hochfährt. So geht es auch Rheinflanke, einem Projekt, das benachteiligten Jugendlichen hilft, auch durch gemeinsames Fußballspielen. Doch hier rollt gar nichts mehr. Die Zukunft des gesamten Projekts ist unsicher, mit Folgen für diejenigen, denen man hier helfen will. Im Moment können sie keinen Sport machen, sie erleben diese Gemeinschaft nicht, kommen aus ihren Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünften nicht raus. Diejenigen, die sowieso schon zu Hause mit Depressionen oder Angstzuständen sind, igeln sich noch mehr ein und da fehlt jetzt wirklich der persönliche Kontakt. Viele gemeinnützige und soziale Organisationen stehen in der Corona-Krise vor der Insolvenz. Aus dem Familienministerium heißt es, dass man die Sorgen sehr ernst nehme und man mit den Beteiligten in engem Kontakt stehe. Nach schneller Hilfe für die Helfenden klingt das noch nicht.